Here we go zu Ultimate Chicken Horse, den Namen des Spiels, das ich immer vergesse. Hallo. Ach, ich muss die Kategorie bei Twitchy Bitchy noch ändern, Moment. Hi. Und ich weiß immer noch nicht, wie man den Franzosen mit der Nummer 23 bei Bayern München ausspricht. Wahrscheinlich Niazu, aber wir wissen es nicht. Vielleicht steht es in den Kommentaren und wir haben es nur noch nicht gesehen. In Lautsprache oder was? In Lautsprache, ja, genau. Ja, spricht man bestimmt Niazu aus. Aber Zellos meinte ja immer noch, er wäre ein Afrikaner. Nee, ein Afrikaner, obwohl er Franzose ist, meinte er. Ich denke mal, das ist irgendwie aus. Wo bin ich? Also, das ist auf jeden Fall kein Franzose. Doch, ein Franzose. Oder mit Immigrantshintergrund von mir aus, aber. Ja, aber das ist okay. Das ist. Aber das ist kein Inspektor. Das ist kein Inspektor Gadget. Das ist Inspektor Gadget. Go, go, Gadget, oh Bein! Go, go, Pyramidenlevel! Go, go, Pyramidenlevel! Oh, Inspektor Gadget ist eigentlich so eine richtige Scheiße. Die fand ich schon als Kind. Also, das war geil. Die war geil. Willst du vielleicht noch mal kurz erklären, wie das funktioniert mit dem Chat, mit den Befehlen? Also, es gibt da diese Seite partybox.horse und da könnt ihr an der Stelle, gibt es verschiedene Möglichkeiten, was einzugeben. Und das könnt ihr in Twitch-Chat reinschreiben, nur auf Twitch leider, sorry. Wo ihr uns dann Hindernisse in den Weg stellen könnt. Hm. Das geht von der Kettensäge bis zum einfachen Block, bis zur Bombe, bis zum schwarzen Loch. Kann man hier sterben? Guck mal, da ist ein Bock. Ich hab irgendwie ein bisschen Angst, weil ich gar nicht mehr so abschätzen kann, wie weit die Dinger springen können. Bock? Ja, da der Barry hat einen Bock freigeschalten. Ja. So ein Ziegenbock. Hab ich Bock drauf, verstehe ich nicht. Buh. Hey. Was ist das denn? Hä? Sind das Flammenwerfer? Neue Items? Keine Ahnung, probier einfach mal. Du hast halt lange nicht gespielt, ne? Also ja. Flammenwerfer. Das Spiel wird ja auch immer noch geupdatet. Ja, so verrückt, gell? Oh, ich glaube, so kann man schon fast gar nicht mehr schaffen, oder? Ich überlege an der Stelle, ob ich nicht hergehe und einfach dieses wunderschöne Ding hier. Nee, so nicht. Bewegt, ne? Muss ja noch schaffbar sein. Spiel gibt's übrigens auch für die Nintendo Switch. Und nein, es gibt kein Crossplay, glaube ich, oder? Leider gibt's kein Crossplay noch nicht. Noch nicht, es wird auch niemals kommen. Wir haben es an der Stelle Ghost angekündigt. Das kommt noch, aber es ist noch nicht bereit. Der Barry ist noch am Programmieren gerade. Ja, ich programmiere das. Aber immer nur zwischen 12 Uhr und 12.03 Uhr, deswegen dauert es noch ein bisschen. Ah, okay. Die Sphinx hat einen Krönschnupfen. Oh, süß. Ich möchte ja einen Balken ran machen. Ich mache dir mal einen Balken ran. Ich weiß nicht, wo ich das Loch hin machen soll. Na, mach's doch mal irgendwo dahin, wo man auch vorbei muss und nicht so. Also alles, was in die Pyramide kommt, ist schon verschenkt, weil. Ja. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Ich mach einfach mal hier so mit dem schwarzen Loch, mal sehen, ob da jemand reinfällt auf das Ding. Alles gut. Easy. Wie kommt man da hoch? Du musst jetzt an dem Ding vorbei, natürlich. Ich habe nicht gesehen, wie Zellos gesprungen ist. Ach so. Tja, das ist halt. Jetzt halt aufgepasst in der Schule. Da lernt man das nicht, wie man dieses Level schafft. Oder lernt man das bei Kindern? Das ist Grundkurs Ultimate Chicken House, natürlich. Das lernt man halt so. Ja, so eben. Oh mein Gott. War das knapp. Er ist voll rein. Nein. Mindestens sein ganzes Fell verloren. Geil, die Puckmaschine. Das Dumme ist, mit der Puckmaschine bringe ich mich immer selber um. Guck mal, dass ihr hier irgendwie hängen bleibt, aber ohne das. Oh, ich bin wieder weggebombt hier. Ja, es soll immer ein bisschen schwerer werden. Ja, ich habe leider nur so einen komischen Block bekommen. Ich hätte ja gerne mal so schwarze Löcher, so 20. Ja, ich wusste, dass Zellos stirbt. Ich wusste, dass Zellos stirbt, weil er da nicht drauf achtet. Ouchi! Waschbär hat Aua. Boah, hab ich Glück. Verdammt, Rico, das war er, glaube ich. Ja. Ich hab den Fallenbonus, weil ich Zellos ausgetötet habe. Ja, weil mich getötet hat. Traurig. Was ist das denn mit der Ampel? Das kenne ich gar nicht. Ich wollte die Ampel. Was macht diese Ampel? Achso, das geht da manchmal auf und manchmal zu, ne? Ja, dann mache ich hier mal eine Ampel hin. Ich überlege gerade, ob das funktionieren könnte, wenn ich den hier. Ich weiß halt nicht, wie diese Ampel funktioniert, aber ich hab sie einfach mal hier gesetzt. Oh, also ich weiß schon, was da passiert. Ja, geil! Oh, Idiot! Ich liebe es! Nein! Oh Gott. Okay, das ist schon etwas anspruchsvoller. Hilfe! Ich muss nur noch irgendwer sterben, dass ich die Punkte kriege. Nice!
Was war denn mit Sinus los auf einmal? Die Sphinx hat mich in den Sand gepusht. Kann sie es wagen? Tennismaschine. Der Rikus will noch nichts. Ich hab nochmal ganz geguckt, ob Stopstufe sich irgendwie. Achso. Hat blicken lassen. Ja, wir können ja gleich mal gucken nach der Runde, ob der. Kann man das so noch schaffen? Muss man irgendwie schaffen, ne? Ach, man kann ja da unten lang. Ja, langweilig. Meinst du, das kann man? Ich weiß es nicht. Hin, ich schaff das. Das schwarze Loch hier, das macht es schon gar nicht so leicht, ne? Ah! Jetzt hast du es doch geschafft. Nein! Oh, jawoll! Der Leute ist auch schon tot? Ja. Wuhu! Mich hat der Punkt erwischt. Darf ich einen Witz schreiben? Wenn er nicht irgendwie besonders böse ist oder rassistisch, dann ja. Wenn er rassistisch ist, dann. Wenn er schwarz ist, ja, auf jeden Fall. Wenn er rassistisch ist, ja. Nee, dann eher nicht. Aber wenn er schwarz ist, ja. Also, schwarzer Humor. Wo tue ich diesen Block hin? Wo mache ich da mein Fass? Ich mache ein Fass auf hier. Du machst ein Fass ohne Boden auf? Ja, jetzt kann man das Level nicht mehr schaffen. Wobei, Rikus hat es eben auch geschafft, ne? Da hat es vorhin auch noch geschafft, so. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich jetzt mit diesem dämlichen Brett hier machen soll. Mach es mal. Mach das doch voll zu, wollte ich gerade sagen, ja. Hey, ja. Hey. Oh Gott. Das mit dem Pfeil ist ja mega mies. Ah, ich bin verbrannt. ich bin eingesaugt. Wo bin ich? Nein. Das ist aber wirklich noch machbar. Ich habe uns gerade den Wallchamp verkackt. Das finde ich richtig gut. Jetzt möchte ich gerne noch eine zweite Armbrust. Wie wär's? Ich hätte gerne noch eine zweite Armbrust. Kettensäge. Was? Den Witz verstehe ich gar nicht. Erster, ich mag meine Frau wie meine Schokolade. After Eight. Ach so. Doch, verstehe ich. Verstehe ich. Wo kann man denn hier Zeitlupe hinmachen, wo es richtig widerlich und belastend ist? Hier. Ah, wahrscheinlich schön in der Nähe von dem. Genau. Ah, kommen wir dann noch durch. Wie soll man das jetzt überhaupt noch schaffen? Das zeige ich euch gleich. Mit Fantasie. Ich habe aber keine Fantasie. Ja, dann brauchst du Fantasie. Oh, guck dir mal diesen Barry an, diesen Rikus. Ich bin am Ventilator. Toll, ey. Die Zeitlupe hat mich übrigens komplett gekillt, ne? Also ich bin sowas von dämlich runtergefallen dadurch. Oh Gott. Oh, jetzt kriegst du eine Umarmung durch die Sphinx. Nein, Alter, was geht ab? Dieses Ninja-Schaf. Alter, was geht ab? Oh, sogar noch Fallen-Bonus. Nice. Alter, jetzt eskaliert der Junge. Aber mal sehen, ob ich da irgendwelche Schandtaten mit dem Honig machen kann. Honig. Ruhig. Oh mein Gott. Oh nein, jetzt wird schwierig. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, guck, da bewegt sich da das Ding. Oh, guck mal, wie süß. Mein Blätter da oben. Ich dachte, der Honig entsteht. Es ist so unmöglich, wenn du einmal da runterfällst, war's das. Uiuiui. Rikus. Danke, wenn du da runterfällst, war's das. Nein! Oh, wo bin ich denn gestorben? Also ich ganz viel geile Schilder, die wir zusammen gebastelt haben. Es machen wir auch ganz gut Spaß jetzt hier. Noch ein, zwei Pfeile dazu und das wäre perfekt. Oh, the bees. Ach, fast die Bienen wollte ich. Not the bees. Also wer es hier runter schafft, der ist komplett am Arsch. Das stimmt, ja. Dann, wenn es nicht der Flammenwerfer ist, dann die Bienen. Nein, mach nichts kaputt. Nein! Hat das kaputt gemacht? Ich hasse diesen Hockeypuck. Mach's lieber oben noch voll zu, Barry. Ja, okay, oder so. Dann kann man da, glaube ich, nicht mehr Europa. Okay. Boni. Ja, bitte. Woo! Woo! Alter, nicht schlecht. Ninja-Sprung! Was? Komm, wenigstens mit Autopsie. Ich glaube, ich hab's noch bekommen. Nein! Jawoll! Ich glaube, wir kriegen es noch mit Autopsie, Barry. Nee. Ich hab ein Gefühl. Ich bin nicht runter, Mann. Ich will jetzt nicht leiden. Yes! die Wüste hat sein Opfer gefordert. In einer Straße sind 7 Bäcker. Man spricht von Brotlichtviertel.
und ich tue mir dort eine Schnecke. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja. Schön stumpf. So, was habt ihr so? Ihr habt eine Bombe. Das heißt, wo die Bombe hinkommt, da werde ich auf jeden Fall wieder irgendwas hinbauen. Ich hab Honig. So, das kommt weg. Du kannst was? Das mit den Heuballen machen. Mach da mal was hin, dass man da nicht mehr hoch kann, irgendwie. Ne, so macht das. So ist das Wasser behindert, das bringt nichts. Ja, dann mache ich halt das dann da bei dem Heuballen ran. Ja. So funktioniert das doch, oder? Das, damit es in Form bleibt. Ein bisschen Honig drauf. Hopp. Klebe, Zell aus Klebe! Ah, ich klebe ja schon! Bin ein klebriger Bandit. Das. Aber ich glaube, da kann man nicht hoch, oder? Da ist eigentlich da ist doch das Level eigentlich zu Ende. Da ist ein Level. Oh, sehr langweilig. Nein! Oh, fuck. Oh, ist mich wieder heruntergefallen. Ach nee, ist mir wieder. Ist nicht schlimm, weil jetzt dieser das könntest du jetzt schaffen. Typ ist jetzt entschärft. Ja, dein ekliger Balken macht's leider. Ach, der Balken sollte verekeln. Ach Mist. Oh, hier kommt der Kampf weg, Junge! Letzte Runde. Geht. Oh mein Gott! Das mache ich noch. Oh, mach Draht. So, also erstmal wird dieser Balken hier komplett zur Todesfalle gebaut. So. Ja, wenn du das dahin machst, kommt niemand mehr durch, Zellers. Ja, ist doch okay. Ja, okay. Damit habe ich es gewonnen. Damit kann ich leben. Oh, was ist das denn? Das heißt nur an der Stelle, dass du nicht zurückkommst. Ich bin tot. Barry wurde verprügelt. Und in ein schwarzes Loch gezogen. Ja. Yep. Das passiert mir jeden Tag. Der Golfball aktiviert die Ampel. Guck dir das doch mal an, ey. Ja, das ist doch geil, Alter. Ich glaube, das wird schwierig. Ja, Rico hat er gewonnen, also von daher. Ja, siehst du, sag doch, das kann niemand schaffen. Außer du wirst jetzt von der Sphinx umarmt. Jawoll! Schieb mich rein, Sphinx! Ja, komm! Nein! Nein, leider nicht. Das jetzt mit dem Bäcker war auf jeden Fall cool, das haben wir doch geschickt gebaut mit dem Rand da. Da kann niemand Autopsie bekommen an der Stelle. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gibt's eigentlich. Egal. Na gut. Ich probiere übrigens nochmal den Subschuh einzuladen. Jo. Und dann können wir weitermachen. Aber Sokcho ist mit 3 Zs angekreidet. Ich glaube, der ist entweder eingepennt oder der ist nicht da. Wahrscheinlich eingepennt, das hatten wir doch schon mal gehabt. Welches wunderschöne Level nehmen wir denn jetzt? Ich bin für Weltraum. Weltraum? Mir fehlt hier irgendwie die Zufallsmap. Muss man das so war die Entscheidung. Und ihr seid doch verrückt. Yeah, boy! Tanzparty ist die Entfernung. Jawoll. Ja, 33% Chance, Alter. Das geschieht euch recht, ihr tanzsüchtigen Tanzsüchtler. Oh, ekelhaft, das ist so widerwärtig. Das oh, Kanone. Ich weiß nicht, was die macht, aber das ist bestimmt böse. Keine Ahnung, mach einfach mal. Ich bin neugierig. Ich passe es mal auf, dass der Ball nicht runterfällt hier, würde ich sagen. Ja, ist gut. Finde ich in Ordnung. So, jetzt müssen wir aber irgendwie gucken, dass wir noch hoch nach oben kommen. Ja, das geht nicht in der ersten Runde. Wir können direkt runterspringen. Nein, ich finde... Ja, dann versuch's doch, Zell. Was willst du denn machen? Ich will die Kanone von nahem sehen. Oh, so knapp. Vielleicht kann man da rein und wird dann rausgeschossen. Ja, Mann, und geil, ich will das ausprobieren. Und dann machen wir voll die Kanonen-Kombos hier. Hoffentlich finden wir das noch raus. Oh, Honig. Honig, ich hab einen Plan. So, da. Ich guck mal, dass da ein Block drauf ist, damit man da schön geschickt landen kann. Ja, spring mal von dem Honigblock ab. Viel Spaß. Honig? Ah, da hast du Honig. Untot. Okay. Ja. Was machst du denn für böse Sachen, Rikus? Ja, Honig. Stimmt dir nicht. Ich bin das Honigpferd. Das ist einfach nicht möglich, das Level jetzt zu schaffen. Ihr könnt euch eigentlich umbringen. Außer ihr schafft es in die Kanone. Dann könnt ihr rausfinden, was die Kanone macht. Aber das bringt euch auch nicht weiter, weil die es dann auch nicht schafft. Nee, das reicht. Ah, das könnte reichen. Nee, nie und nimmer. Oh! Ja, fast. Ja, naja, besser geht's aber nicht, als du es gemacht immerhin hast. Immerhin, der Todesschrei war relativ authentisch. Oh! da müsste man an der Stelle das Einblenden von Joey, wo wir gespielt haben, Yu-Gi-Oh! Oh! Was soll ich? Ich hab gar nichts, wo ich das Eisding benutzen kann, außer hier am Anfang irgendwo. Eis-Eis-Baby. Ich mach mal irgendwo noch. Warte, kann ich das da rankleben? Nee, geht nicht. Ich glaube, das läuft bei den Laufbändern nicht. Das einmal mich durcheinander. Ah, ich habe diese Kindensäge. Ihr Baby, ich hab gewonnen. Okay. Viel zu leicht. Ich bin's geil. Was? Wieso schaffe ich das denn jetzt nicht? Was ist das für ein Beschiss? Was hast du anders gemacht?
Hast du die Sprungtaste losgelassen, Barry? Nein! Gut. Ja, tja, was soll ich denn erklären? Ich bin einfach fürs Fliegen geboren. Ich bin halt. Wieso schafft er das und ich nicht? Ich hab genau das gleiche gemacht wie er. Was ist doch Pegasus? Du Pegasus, du. Das ist doch Schiebung jetzt mal ohne Witz, ey. Das ist Beschiss. Ich hab genau das gleiche gemacht wie Rikus. Also wirklich 1:1. Ich bin da reingesprungen, hab da nichts mehr gedrückt und alles gedrückt gehalten. Machst du da ein Dings oben drauf? Ja, damit du da nicht mehr da durchjumpen kannst. Ja, guck mal. Barry, oh, fuck. Oh, das ist doch Beschiss. Ich bin nur verjumpt, aber ich hätte das nur machen können. Ey, ich hasse dieses Spiel. Ich habe eben noch gesagt, ich mag es, jetzt hasse ich es. Brauchst du andere Mitspieler, glaube ich. Ja, ich habe genau das gleiche gemacht wie Rikus und Rikus fliegt ins Ziel und ich nicht. Was soll ich denn noch anders machen? Wenn du es nicht mal schaffst, nachdem ich es dir gezeigt habe. Ne? Was soll ich denn da noch dazu sagen? Als Maul. Gleich mal zu bauen hier. Ach, keine Ahnung, jetzt bin ich demotiviert. Das hat mich echt gebrochen, diese Situation. Alles gut. Der Bike macht's kaputt ein bisschen. Welcher? Alle. An der links. Oh, das ist ja übel, ey. Oh! Schade. Das geht nicht. Was, der lebt, Alter, dieser Cheater. Los, geh in die Rakete, Cheater, dass du nochmal direkt. Nein, dazu überlebt. Und geschafft. Ich hasse dieses Spiel. Very, jetzt very, very. Underdogs hier. Zwei Underdogs, Alter. Meine Blume. Ich muss man das hier auch noch zubauen hier an der Stelle. Das ist so traurig. Was haben Sie da vor, Mister? Ich bin sehr. Ich baue da eine Treppe hin. Aber es ist ja zu, da kommt ja gar keiner mehr lang. Ja, ist egal. Du kannst ja auch die Blume so aufstellen, dass man da. Ja, eben. So, ne? Ja, so. Ja, dann macht mal. Ich bin gebrochen durch diese Szene gerade. Okay. Ah! Einfach. Gut gemacht, Rikus. Oh! Ich hab's einfach nicht gesehen, das Ding. Zeitlupe! Oh, okay. Zeitlupe hat mich jetzt durcheinander gebracht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was meine wahre Geschwindigkeit ist. Das wird ja aber ganz schön auf, glaube ich. Bam, bam, bam. Boah, bam, doppel, bam. Doppelte Comebacks. What a comeback! So, machen wir mal hier. Tennismaschine! So, zwischen den 1000. Ach nö. Ach nö, Zellos. Der alte Spielverderber Rikus hat wieder dazwischen gefunkt. So ein Arschloch. Ja, das ist ein Cheater. Der macht genau das gleiche wie ich und er kommt ins Ziel. Damit wird's nur leichter, Mann. Du machst damit die Integrität des Levels kaputt. Ah, sehr schön. Du hast sie aktiviert und du hast es nochmal gemacht. Herrlich. Ah! Jawohl, und jawohl. Alles jetzt stirb, du dreckiges Schwein. Hexenpech. Hexenpech. Ich hab genug Hexenpech. Ja! Es gibt keinen Film, wo man sich mehr über die Tote von den Spielen. Ich komme jetzt auf der Erde als Asche auf. Okay. War lustig. Ja, okay. Ah, der nimmt wieder das Dynamit, der Junge. Bau mal hier so. Mal so ein Ding hin, so, ne? Ah, so? Ja, ja. Sollen wir ein bisschen warten, so? Nee, mach, ich baue das weg. Nein! Bau das dahin, Zellos, sonst kann man das nicht mehr schaffen. Tja, welchen Weg blockierst du jetzt? Blockier den da. Du aller Schmock. Ja, jetzt kann man es nicht mehr schaffen. Herzlichen Glückwunsch. Doch. Wie denn? Dann mach doch. Ja, ich zeig's euch nicht, macht ihr doch. Nö. Es geht nicht. Ich bin tot! Es geht, man kann da durch. Wie denn? Na, ich hab's doch vor uns gemacht einmal so. Ja, ich glaub dir aber trotzdem nicht. Ich bin ein Tier. Du bist einfach. Fuck, ich bin ein Tier. Aber mein Anfang war so schön. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du springst gegen die Golfbahnmaschine oder du springst links zwischen dem Holzbrett und dem Ball durch. Das sind die Möglichkeiten. Ich habe mir übrigens so ein bisschen eine Sicherheitszone gebaut. Münze. Oh nein, die Münzen. Ihr wisst, was jetzt passiert. Nein. Ich leg die vor die Kanone und zeige den Spielverderber. So. Na gut. Wenigstens, wenn man verkackt, oder? Wenn man das verkackt, okay? Alles klar. Oh Gott, ey. So. Die Münze krieg ich schon mal nicht, aber vielleicht seid ihr zu geil auf die Münze und macht einen dummen Fehler. Ah! Ja, der Zellos macht es. Oh nein! Oh mein Gott! Stirb auch noch, Rico, los! Warte, ich will nochmal in die Maschine rein. Kanone! Woo! Yeah!
Yeah, boy! Ist auch verdient an der Stelle. Nein, das ist Schiebung. Also Schiebung. Das ist alles Schiebung. Er hat sogar zweimal hinbekommen. Komm schon. Dreimal. Die Kanone ist ja voll geil. Ich habe ein neues Lied. Die Kanone ist mega. Besonders in dem Level. In dem Level ist nochmal gerade schön, ne? Ja. Tanzparty, Baby. Das haben wir denn lang nicht mehr gespielt. Die Farm haben wir lang nicht mehr gespielt. Tanzparty, die Farm. Baby. Hier mit eurer Tanzparty. Aber bei der Pyramide gibt es Dings, aber ich will das nicht. Das ist Tanzparty, ne? Tanzparty, ja. Tanzparty ist einfach wunderschön. Ja, ist wunderschön. Und trotzdem kriegen wir sie nicht. Ah, doch! Nein! Yeah! Ja, Tanzparty! Oh, mein Augenlicht! Scheiß auf dein Augenlicht, Alter. Du musst heute mit Chicken auszocken. Macht erstmal den Papierflieger. Oh, aber in der Richtung? Okay, interessant. Interessant. Ich glaube, ich gehe mal her. Ich baue das auf deins drauf, Zillas, sobald du hier. Geht es da überhaupt drauf? Weiß ich nicht. Nee, geht nicht, okay. Mach mal am Start einfach. Und bringt das was an der Wand? Na gut, probieren wir mal. Ja. Ah! Boah, ist der Abstand wirklich so gering? Du bist tot. Oh, schneide mein Todesschrei in den Abspann. Zwei fliegt auf der Papierflieger nicht. Ah, ihr könnt was? Mich mal. Rikus ist eine Zirkuskanone. Ja, ist er wirklich. Was? Wieso hat Zillas das geschafft, dieser schiedische Rumäne, ey? Was hast du, eine Kanone? Was hast du gesagt? Ich bin halt richtig eine Zirkuskanone. Auf dem Sprungding. Was? Ich hab's wieder nicht verstanden. Du bist eine Zirkuskanone. Zirkuskanone, ja. Ah. Wie hast du das jetzt geschafft, Zellose? Das erzähl ich dir nicht. Er ist aber weit genug gesprungen, der Lump. Ja. Das ist gar nicht wahr. Hör auf, sowas von mir zu erzählen, wie zum Beispiel, dass ich ein Lumpen bin! Nur Lumpen fallen da runter. Jetzt falle ich gleich wahrscheinlich auch runter. Es reicht nicht. Das reicht nicht. Ah, verdammt. Dann machst du auf die klassische Art und Weise einen springenden Tod. Tod! Aber wieso hat Zellos das geschafft? Ja, ich habe das vorhin geschafft. Er hat es genau an der richtigen Stelle getroffen. Es geht jetzt eh nicht mehr, aber ich habe da ein Brett davor gebaut. Ja. Unfair. Ah, schön. Ich hab Punkte. Wir brauchen eigentlich den Block, ne? Sonst geht's hier nicht weiter, sonst ist vorbei. Aber machen wir das wenigstens ein bisschen herausfordernd. So, mach dir mal hier. Wenn du noch Honig drauf machst, Alter, dann schwör ich, ja, dann kommt keiner mehr weiter. Oh Gott! Du Honiglumpe, du. Das ist nicht möglich. Gott, alle Hufe sind klebrig. frag mich warum. Der Barry versucht mal ganz oben darüber. Eieieiei! Ein Karamba! Das ist nicht machbar. Wobei? Naja, die Ampel da nicht. Ah. Rikus, sollen wir das mal eine Weile. Was habt ihr? Fuck! Ja! Was? Du bist einfach Wandsprung an und du bist ein krankes. Ich bin eine Maschine. Ich bin ein krankes Pferd bist du. Ja, es ist wirklich ein krankes Pferd. Ich habe aber auch vier Beine. Das ist ein Vorteil, muss ich zugeben. Ja, das. Armbrust. Oh, ekelhaft. Das ist doch das, was du hier unbedingt noch brauchst: eine Armbrust. Ah, erstmal eine Armbrust hier schön gegen Ende noch reinklatschen. Widerwärtig. Oh. Oh, ich bleib jetzt erstmal hier. Oh. Ja, das ist ja noch kranker als vorher. Nein! Unsichtbare Pfeile, Alter! Oh, das mit den Pfeilen ist halt mega mies. Ich trau mich gar nicht. Mich gekillt, aber Nein! Aber ich hab schon gesehen, dass du da das Punching-Ding. Das ist gut. Cool. Dadurch kommen den anderen vor allen nicht Dingen töten. Verschwimmen die da durch diesen schwarzen Balken. Ich finde das ja, super. Ja, ich würde Rikus gerne hacken, aber es geht leider gerade. Gerade kicken, aber geht leider nicht. Hacken würde ich Rikus kicken? Ja, so. Das kann eh nur ich. Und ich unterstütze seine Art und Weise. Sein Armwahnsinn, ja. Geht das? Also wenn man schon zu einer Münze kommt. Dann sollte man wenigstens anklopfen und dann ins Ziel. Das finde ich fair. Das ist sehr gut. Kürzlich dazu, ja. Wo sind denn die Pfeile? Sind die weg? Ich habe damit was gemacht. Oh. Oh, da ist einer. Scheiße. Nein. Wenigstens sterben die Pfeile, auch. Wir sind zu weg. Zellos lebt jetzt, glaube ich. Gut. Okay, ich muss durch die Tür. Sehr schön. Was ist passiert? Ja, ich bin aber draußen geblieben. Die Tür ist von mir zugeknallt.
Oh, Papierflieger. Was hab ich denn jetzt genommen? Ach, eine Tür. Machen wir mal eine Falltür draus. Komm, ich will mal nicht so sein. So eine Art Rettungsmöglichkeit am Ende. Ja, der Baby versucht, der Rikus versucht es da oben, ne? Aber es ist, ja, okay. Okay. Ah, verdammt nochmal, jetzt bin ich mit dem Kopf angestoßen. Nein! Ah. Genau, okay. Zwischen die beiden. Ja. Plattform. Ah, die Map liegt mir irgendwie nicht. Okay. Gott, der Flammenwerfer, Alter. Ich hab mir aber vor die Pfeile gebaut. Ich, damit Zellos stirbt, weil er das bestimmt nicht checkt. Ja, ich hab schon... Du hast ihn dadurch gewinnen lassen, weil die Pfeile nicht mehr kamen. Ach so, ja, da kamen die Pfeile nicht mehr. Oh, Barry. Ja, lass Zellos doch auch mal gewinnen. Nur versaust du alles. Ja. Aber ich finde die Idee mit der Armbrust, die sich dann ständig dreht und... Ja, das ist echt ich, die finde ich super. Lustiger wird. Was haben wir denn sonst noch so für Maps? Wo gibt's noch extra? Ah, hier gibt's zufällig. Nice. Was gibt's zufällig? Ja. Eisberg. Ach, da gibt's ein Item bei Eisberg. Ja. Ja, egal, Zufall. Es kommt bestimmt nochmal Tanzbahn durch Zufall. Eisberg! Mich was freischalten. Was wir uns alle gewünscht haben. Oh, das hab ich lange nicht gespielt, das Level. Ja. Oh, also bei dem Eislevel finde ich dieses Zeitlupending ja mega mies. Ja. Sagen wir mal dafür, dass wir das Item bekommen. Ja, finde ich fair. Auf jeden Fall. Oh, wer kriegt was? Der Rikus Lamas kriegt die Scherbe des Schafs. Die Scherbe des Schafs, Alter. Wollte ich schon immer haben. Oh. Barry, was hast du getan? Ich bin schon im Ziel. Man kann dann, glaube ich, auch ins Iglo rein, glaube ich. Echt? Ja. Aber ist ja theoretisch jetzt momentan nichts. Ja, wenn man eine Armbrust haben, so aus dem Iglo raus, das wäre schon lustig. Was machen wir mit dem Treppchen? Weiß es nicht. Hier, machen wir mal so ein Treppchen ins Glück, so. Nee, ein bisschen weiter vorne, sonst triggert er nicht. Macht es nicht eher leichter als schwerer mit den Treppchen? Ja, weiß gar nicht, wofür die da ist. Was wollt ihr damit machen? Ach so. Nee, ich verstehe es doch nicht. Hoppala. Hey, das liegt da hin, wo du stehst. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Krass, das liegt. Ich bin übrigens. Hat mich trotzdem geschlagen. Ich habe übelst die Quetschung bekommen. Seid ihr denn jetzt gestorben? Ich habe das gar nicht kapiert. Ich habe einen Blumentopf gestellt und der hat mich trotzdem geschlagen, obwohl ich an der Seite von dem Spiel vorerst. Aber klar, ist okay. Und ich habe gesehen, dass eine Wand kommt, bin ich ausgewichen und wurde zerquetscht. So wie sich das gehört. Ja, passiert. Shit happens. As they say. Ja, passiert mal. Ja, diese Abrissbirne, die kann ich ja leiden. Oh, das ist unangenehm. Geronimo! Ah, was macht denn? Der Hydrant hat mich umgebracht. Der Hydrant hat mich umgebracht. Oh. Nein, die Trottel! Sehr schön. Ich kam da genau in den 1-Block runter. Ja. We love to see. Der ist wirklich perfekt platziert. Ah, wunderprächtig, Alter. Muss ich sogar honorieren, den Guten. Also. Oh, eine Münze. Honisch. Hey, Blume. Einmal hier das hier unten mit Honig zu. Okay. Honey? Honey, ja. Honey. Oh, Honey. Oh, Honey. Ich verstehe die Referenz. Schön. Ich nicht. Freue mich immer. Nee, weil du ja keine How I Met Your Mother schaust. Richtig. So ist es. Aus Überzeugung. Oh, Honey. Ich fand ja die eine Freundin, die Blabla, fand ich ja super. Och, leck mich doch. Und Rikus kommt durch, der Penner. Der Eiszapfen, Alter, der hat uns richtig... Ah, Rikus ist in das schwarze Loch gelaufen. Ey, da ist ein schwarzes Loch. Ja, das habe ich da heimlich platziert, weil ich mir dachte, dass einer da bestimmt reinläuft. Gemein. Start. Play of the game. Ist gemein. Wunderschön. Ja, komm, mach kaputt. Wusstet ihr, dass 2021 die Titanic 2 auf See geht und dieselbe Runde wie Titanic 1? Ja, das wusste ich tatsächlich. Also. So. Und ich habe jetzt da in dem Iglu ein wunderschönes kleines Item für alle, die neugierig sind, reingesetzt. Habt ihr denn alle mit dem Iglu? Warum seid ihr so gemein? Das Iglu ist spitze. Weil ich wusste, dass du da reingehen wirst. Deswegen habe ich da direkt. Warum geht ihr rein? Weil du neugierig bist. Ja, das stimmt. Scheiße, ich bin tot. Ah, Prismane. Geh nochmal ins Iglu. Ich will ja. Warte mal, was habt ihr da gerade reingestopft? Die Puppe? Gar nichts. Was habt ihr da noch reingetan? Ihr habt da eine Uhr reingetan. Na, geh doch mal rein und guck. Lange hält die Scheiße? Die Hinterbeine, ja. Ach, verdammt.
da wieder rein. Oh Mann, ey. Oh, das war geil. Oh, das war fertig. Das war wirklich geil. Oh. Okay. So, was machen wir denn hier hübsches Reden, damit man gezwungen ist hier. Ich muss nur erstmal überlegen, ob ich die Bombe überhaupt brauche. Vielleicht auch nicht. Eigentlich ja, das ist doch ein schönes Level. Wusstet ihr das denn mit der Titanic, dass die wieder auf See geht nächstes Jahr? Nee, nee, überhaupt gar nicht. Aber ich kann auch nicht lesen. Also wäre witzig, wenn das wieder kaputt gehen würde. Das wäre nicht witzig. Das wäre nicht witzig, nein, aber... Dann habe ich den Film überhaupt gesehen. Wieso klappt denn das eigentlich immer, dass ich genau in dem Moment dann so einen Film auch gesehen habe? Weiß nicht, weil vielleicht bist du der Prophet. Ich bin der Prophet, das hatten wir doch schon geklärt. Ach so. Oh ah, Gott. Nein! Ich war das mal auf diesen bösen Puck. Nein. Hey Barry, hey Rikus, was geht? Er geht. Er hat eine Münze da reingebaut, ne? Ach so, der Penner. Du bist ein Arsch, Alter, ich schwör. Was denkt ihr denn, warum ich die ganze Zeit ins Iglo gehe? Ich wundere mich schon tatsächlich. Du klaust das, den Eskimos das hart erarbeitete Geld, Alter. Das habe ich denen gegeben. Ach, du bist ja ein richtiger teamisches Pferd hier. Furchtbar. Jetzt wird's eklig. So. Bam. Kann man das verbinden hier? Oh, geil. Ja, tu es. Naja, was komm, probieren wir mal. Dann jetzt schönes, man sieht, ob das funktioniert. Gebaut. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Das klingt auf jeden Fall nach Spaß. Ja. Die Musik passt überhaupt nicht zu der Szenerie. Oh oh, oh oh, oh oh. Ich hab's überlebt. Noch hab ich's überlebt. Getötet durch meine eigene Falle. Das ist gar nicht mal so schlecht, gefällt mir. Also wie wunderbar. Gefällt mir auch dieses Sprungbrett so an dem klebenden Balken. Spitze. Ja, die Zeit ist immer nur einmal, ne? Also die bewegt sich immer mit. Weißt du was, dann die ist ja auch ab und zu mal vorne. Naja gut, nicht so weit vorne, aber... Wenn man das schafft, dann kann man eventuell gut springen. Übrigens, dieser erste Bike macht mir am meisten Angst von Gardinen! Ach, fuck. Ja, jetzt hat Rikus, glaube ich, gewonnen. Außer die Zeit. Die Uhr tötet ihn vielleicht noch. Oh. Ja, wobei, die ist hier schlecht platziert. Die ist zu schlecht platziert, Alter. Wenn du die nach unten gemacht hättest, wurde das. Ja, ich dachte, ich hätte die nach unten gemacht, aber scheinbar habe ich das nicht. Das ist so knapp. Oh, schwarze Löcher! Guck mal, noch ein schwarzes Löcher. Loch in die Pyramide. Mal gucken, ob Rikus noch reinfällt. Ich genommen, Zellos. Das hat geklappt. Juhu! Tu es in die Pyramide, vielleicht guckt Rikus danach, was da ist. Ja, genau, das hatten wir uns schon. So, das ist jetzt richtig eklig hier. Ja, eklig. Ja, damit ist es nicht mehr schaffbar, glaube ich, oder? Ja. Ich guck, dass es man irgendwie noch schaffen kann, weil du hast theoretisch noch den einen Balken da oben, den du nehmen kannst. Theoretisch. Puhu. Die Blume macht mir Angst. Ich habe sie selber platziert, aber ich habe sehr viel Respekt vor ihr. Och, leck mich doch, Gott, Feuerding. Oh. Okay. Du hättest einfach warten können, Zellos, glaube ich. Oder? Ich hätte, glaube warten können, aber dann wäre ich weggestoßen. Ach nee, dann ja, den Balken ja, stimmt, unten. Stimmt, ja. Ich hätte da sofort durch. Aber beziehungsweise ich hätte oben landen müssen, weißt du? Weil du kommst ja von unten nicht mehr richtig hin. Ah, ich probiere. Ich mach mal ein Fail-Safe hier. Für Leute, die es nicht packen. Oh, und dann macht er auch noch einen Flammenwerfer einfach dahin, ey. Das ist viel zu leicht, das Level. Das stimmt. Ich glaube, wir machen in Zukunft die ganzen Level für einen Barry, für Mario Maker. Also ja, könnt ihr gerne machen, aber nein, ich bin tot. Ist nicht so leicht, gell, durch dieses Trampolin? Das ist richtig geil. Ja, das Trampolin ist widerwärtig. Das müsste dann eigentlich wieder weitergehen, damit es passend ist eigentlich. Ja, aber das Timing ist eigentlich immer so, dass du genauso hin... Oh, Kanone! Ich verstehe nicht, wieso dieses Spiel so unerfolgreich ist auf Twitch. Ich finde das so geil. Warte, das ist eine nette Idee, tatsächlich. Das ist eine geile Idee, ja. Aber das Problem ist, du hast da einmal diese komischen Steinchen. Wobei, das musst du timen nur an der Stelle. Ja, dann. Das ist einfach dann, ne? Weißt du ja, schon? Ja, okay. Kriegen wir schon. Weißt du schon, was das ist? Donkey Kong-Style hier, let's go. Do a barrel roll. Do a barrel roll, Alter. Ach, du Arschloch! Nein! Wo bin ich? Nein! Jawohl! Oh, du hast es geschafft! Unfassbar! Dieser Wichser hat es geschafft. Kleine Leute genommen?
Ja, natürlich. War ein gutes Gefühl? Ich wäre fast direkt im schwarzen Loch gelandet, dann hätte ich geschrien. Oh, oh, die hätte ich jetzt so gern gehabt. Okay. Was können wir denn Fieses bewegen mit dem Honig, dass es den Barry durcheinander bringt? Ich bringe gar nichts durcheinander, außer Mario Maker. Okay. Vielleicht, wenn der sich dreht, dieses Punching-Ding, und du kommst da irgendwie seitlich ran. Das könnte unangenehm werden. Das könnte unangenehm werden, ja. Not the Beast! Ah! Oh Gott! Not the Beast, Alter, ich schwör. What is this? Oh, Scheiße, Alter, wie viel ist das denn hier los? Nein! Ja, wieso bin ich jetzt direkt im Loch gelandet? Nein! Ihr Lutscher! Kommt noch eine Runde? Eine? Nein! Ja, ich hab wieder gewonnen. So knapp. Das war aber echt knapp. Das war relativ ausgeglichen, die Runde. Oh, das war eine schöne Runde, ja. Ganz schön nice gebaut, das Ding hier. Ach, das ist eine meiner Lieblingskonstruktionen bis jetzt gewesen. Haben wir noch irgendwas, wo wir was freischalten müssen? Sonst mache ich wieder Zufall. Guck mal rum. In der Zwischenzeit gucke ich mal, was beim Subschuh nochmal geht. So, glaub ich, einladen. Der hat das bestimmt anschlafen oder so. Was? Der Ballsaal hier oben rechts. Haben wir den schon mal gemacht? Nee, der ist mal gemacht. Da steht auch neu dran bei mir. Neu! Dann scheint es wohl eine neue Map zu sein. Juhu. Wenn er neu steht. Ah, dann ist sie vielleicht mit Parol gewaschen. Juhu. Der Ballsaal. Modus Party. Doch, das hatten wir schon mal. Da ändert sich immer. Da war Rikus, glaube ich, nicht da an dem Tag, wo wir das gemacht haben. Da ändert sich immer das Ziel. Das Ziel ist immer auf einen dieser Kronleuchter. Das ist jede Runde zufällig. Unten dran? Ja. Okay. Und es ist immer zufällig, wo der ist. Also zum Bleistift hier. Das Ziel ist nicht immer an der gleichen Stelle. Das ist cool. Das ist ja voll cool. Ich meine, mit Sobschuh hätten wir das gespielt, aber da warst du, glaube ich, nicht da. Also ist ein tiefer Jump, aber den kann man schaffen. Geschafft. Was? Echt? Ja. Ich hab's nicht geschafft. Ich auch nicht. Es ist. Doch, hast du geschafft, Barry. Okay. Du musst es einfach entlang sliden, tatsächlich. Das war so, eigentlich sehr stumpf. Gemacht, ja. Okay, das müssen wir. Oh. Säge. Das Ziel ist jetzt woanders. Start ist jetzt. Nee. Nur Start ist woanders jetzt. Okay. Achso, das ändert sich alles. Ah, verstehe. Okay. Das ist dafür, also der Start ist anders, nicht das Ziel. Hab ich das falsch in Erinnerung gehabt. Also ist doch viel zu einfach. Ja, schon. Ja, aber es ist auf jeden Fall unmöglich. Das wieso? Der geht ja nicht die ganze Zeit oder so. Der ist blockiert, du kannst nicht mehr durchlaufen. Mach einfach mal da. Ich bring mich um. Okay. Das ist nicht möglich, du kannst da nicht durch. Ja, er hat recht. Baby, was machst denn du für Sachen? Autopsie? Ach, Menno. Ich dachte, meine Leiche könnte das schaffen. Ich habe an meine Leiche geglaubt. Ich mach mal den komischen Brocken da weg. Nein, ja, dann mache ich das Ding hier nicht hin, dann ist es ja viel zu einfach. Nee, mach doch das einfach hochkant hin, so auf die andere Seite. So? Hoch. Nee, nach oben. Vertikal oder horizontal? Nein, einfach nach oben schieben das Ding. Und jetzt nochmal drehen, noch einmal. So, dass du... Nein, das ist höher. Doof. Ach, du verstehst aber nicht, was ich will. Ja. Ich hab's auch nicht verstanden übrigens. Also. Ich wollte eigentlich, dass da so eine Kettensäge, so ein Gang entsteht. Und dass man dann... Okay, der Rikus hat schon geschafft. Zu leicht. Deshalb töte ich mich jetzt. Wäre jetzt nicht geschafft, oder? Ich auch nicht. Ich glaube ich nicht. Nee, nur Rikus hat's geschafft, glaube ich. Ich hab's nicht berührt, das Ding. Echt? Ja. Ach, das ist bisher eine enttäuschende Konstruktion von uns. Ich baue da jetzt unten was hin. I came in like a Wrecking Ball. Oh, natürlich. Ja, du brauchst da keine Wrecking Ball hinbauen, wenn da ein schwarzes Loch ist. Das ist... Ja, vielleicht zum Ende, vielleicht verreckt da einer noch. Dann stimmt. Ist es auch nicht mehr schaffbar. Das ist nicht schaffbar, ne. Nee, weil jetzt ist wieder eine... Ich bin genau in die Lücke rein. Achso, da ist ein Dings. Halt, das ist ja, doch schaffbar. Das ist noch schaffbar. Ja, das stimmt. Aber eher von links, so wie der Rikus das macht, glaube ich. Ja. Wunderbar, Rikus. Jo. Easy. Ach stimmt, das ist viel zu langsam. Ja. Das Problem ist, der Amboss trifft dich, das Ding trifft dich dreimal. Komm ja aber nicht mehr rüber, zurück. Ah. Du bist, glaube ich, da fest. Ja. Wirklich scharf. Yeah. Zu falsch Slide. Oh. Ah, fuck. Ich wollte an die Wand, aber es hat nicht geklappt. Kinder, heute Abend gibt's gezuckertes Lamm. Das ist ganz schön gemein da mit der Abrissbirne zu dem Ziel. Ja, echt, total, gell?
Darfst du da rechts nicht aufkommen, das stimmt. Oh, Papierflieger. Oh, Kleber. So herum. Was machen wir? Erstmal gucken. Ach du Scheiße. Oh, die Musik ist schön. Fühl mich richtig aufgehoben hier. Der Punkt macht mich verrückt. Oh, ich glaube, du lebst. Oh, fuck. Also ja, es schaffbar alles, aber... Ein bisschen so schwierig. Oh, fuck, ich bin toben. Oh. Ja, das war nicht so geschickt. Ja, Autopsie. Alter, dieser Junge, ey. Wie er davon zieht. Wenigstens habe ich ihn umgebracht. Krieg ein Pünktchen dafür. Das ist immer schön, ja. Das ist schön. Dann sind die Kanone. Mach mal eine Kanone hier irgendwo das so lustig so rein. Grad nicht. Donkey Kong. Nein, mach doch meine schöne Konstruktion hier nicht kaputt. Das ist mein gutes Recht. Aber mein Lebenswerk. Mach das Ding da links weg, das ist doof. Das ist dann zu leicht. Dann ist es nicht mehr schaffbar, deswegen. Das da, das ist doof. Oder die andere Treppe da. Dann mach halt meine Kunst zunichte. Nein, nicht die Wrecking Ball. Die Wrecking Ball, mein einziges. Ich werde sterben. Oder auch nicht. Nein, alles gut. Und er bleibt hängen. Fast. Nein! Das geht, wenn man das richtig timet, geht das über dich. Das muss ich jetzt aber auch mal probieren. Das geht, jetzt hat Zellos, glaube ich, ja. Oh, die Kanone ist spitze, ich lieb's die. So gut. Schön, dass ich gerade Lex hatte dabei und dass ihr übelst komisch gelangt. Tja, du bist auch inzwischen Roborikus, also. Bei mir nicht. Du, ja. du kannst doch nicht die Kanone zubauen. Nein, das ist gemein. Nicht die Kanone zu bauen, Rikus. Nein, bitte nicht. Oh, Entschuldigung. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh. Ah, das ist so eine schöne Führungslinie hier. Guck mal. Ja, jetzt kann man es nicht mehr schaffen, wenn du das nee, dazu sonst baust. Ist auch so komisch. Dann baue ich... Aber das sieht schön aus. Oh, nein. Okay. Dann so irgendwo zur Seite, wo es niemanden stört. Okay. Okay. Brrr. Rikus hat Geduld mitgenommen, wie ich sehe. Ja. Okay. Und der Baby hat auch Geduld mitgenommen, wie ich sehe, und macht das jetzt wahrscheinlich ganz easy. Ja. Nicht schlecht, Baby, nicht schlecht. Geduldstrategie. Links oder rechts? Was ist jetzt dein Plan? Ja, rote oder blaue Pille, tatsächlich. Also ich muss mal gucken hier. Das ist das geringere Übel. Ich nehme dann tatsächlich den Baby-Weg. Oh, ich hab's geschafft. Dann kriegt niemand Punkte, ne? Ja. Ja. Ach, aber das ist gut. Hauptsache ihr kriegt keine Punkte, das ist mir alles recht. So, zu leicht. Was ist denn das? Eine Ampel? Eine Ampel oder so ein olles Fass. Spinning Death, ja. Ich mag hier so ein Treppchen bauen. Ich weiß gar nicht, ob die Pucks. Oder ein Treppchen. Komm, wir machen da Kunst hier. Wir haben mehr von den Dingern aufgehängt hier. Dann bleiben halt die Papierflieger hängen, ne? Aber dann kommst du da nicht mehr durch. Vielleicht war das dein Plan. Vielleicht. Vielleicht bist du einfach nur frech. Weiß ich auch nicht. Schon möglich. Vielleicht habe ich auch die Vermutung, dass ihr das hier auf der linken Seite nicht schafft. Verrückt. Ja, okay, dann müssen wir es so machen, Mirikus. Wahnsinniger. Falls ich sie überhaupt schaffen sollte. Natürlich schafft ihr es jetzt beide und ich versag an der Stelle komplett. Nee, ich schaff's wahrscheinlich nicht. Doch, du schaffst es. Glaub an deine Mario Maker Künste. Oh! Boah, Junge! Sag ich doch! Ninja und ich bin der Einzige, der das verkacken wird und ich werde aussehen wie ein Idiot! Ich weiß jetzt schon! Oh, ich bin ein Idiot! Ein Tüffel-Idiot! Okay, ich hab's sogar geschafft. Ah, der Weg gefällt mir aber nicht. Nee? Warum? Nee, das ist irgendwie mir zu klebrig. Ja, nee, der ist doch zu leicht. Oh, wer hat mir das Portal weggeschnappt? Ich, damit du keinen Schindel untertreibst. Ich habe nämlich gesehen, dass du eben irgendwo eins hingebaut hast und ich will erst mal gucken, wo das ist. Ach, da oben. Ist jetzt nicht so gefährlich gebaut. Ah, ich würde jetzt das tatsächlich, Ich mache hier erstmal zu, das ist ja Tetris und so weiter. Aber die Blöcke verschwinden nicht. Das ist ja schon bewusst. Okay. Na, die schon. Dann machen wir das halt so.
Gerutscht. Ach, scheiße, da kommen wir gar nicht hin. Man kann durch das Portal da hinten hingeportet werden, vielleicht. Nein, ich Idiot, ich bin runtergefallen. Ja, wo ist denn Rikos? Ach, der lebt noch. Ja, da hat Rikos jetzt gewonnen. Da hat Rikos gewonnen, ja. Außer er wird durch das Portal getroffen. Das wäre ziemlich witzig. Das wäre lustig, ja. Die Bienen sind halt gemein da. Die Bienen sind gemein. Ach, oh, was? Wieso wird er nicht teleportiert? Und schwarzes Loch. Das war perfekt. Ey, du kannst, Yannick, wenn du in den Chat von Gentle Idiots gehst und da Ausrufezeichen, ich glaube, schwarzes Loch eingibst, da kannst du dir das wünschen, dass wir das in der nächsten Runde haben. Aber das weiß Zellos mehr, wie das funktioniert. Also du musst auf diese Seite partybox.house gehen, die oben rechts steht. Und da stehen die ganzen Befehle drin und bei mir im Twitch-Chat kannst du dir dann einfach reinklatschen, die Dinger. Und dann haben wir nächste Runde schwarze Löcher. Ja! Nur bei Twitch und nicht bei YouTube. Bei YouTube geht das nicht, nee. Das ist schon ein bisschen schade, aber die haben sich halt geeinigt auf. Ah, Hausdächer! Hm. Da gibt's was zu gewinnen. Achso, warte, halt, nein! Oh, verdammt. Haha. Aber wir haben es eh bekommen. Muhuhu. Was war denn das gleich für ein Level? Ich weiß es gar nicht mehr. Achso, ja. Das ist einfach nur diese zwei Dinger da. Also alles, was ihr bastelt, ist eigentlich an der Stelle ausschlaggebend. Nach oben. Okay. Ich mach hier das hier noch. Weil da kann man schön verkacken. Und wer hat's freigeschalten? Die Schweizer. Oh, die Cobra-Schlange für den Rikus. Nein! Gell, dieses Ding ist super. Oh. Von wo seid ihr gesprungen? Von ganz oben, ja, von da. Und dann ziemlich weit rechts. Aber wenn es reinzieht, ist es falsch. Sprung. Verdammt. Ja, du hast so zurückgelenkt, das darfst du nicht machen. Nicht in diesem Chat hier, Yannick, sondern in den von Zellos. Da musst du in dem Chat von Gentle Idiot, Gentle hi, Idiots hier. Gehen. Es geht hier über den Chat nicht. Oh, warte. Nein, meine Batterien sind leer, glaube ich. Haha. Beweg dich! Charakter, beweg dich! Nein! Musst du mit Tastatur spielen? Nein! Niemals! Ich hab's wieder hinbekommen. einmal durchfliegen? Okay. Stop it. Ich mach hier einfach mal einen Block hin. Wie geht? Ja, so ein Block ist doch nice. Kannst du gegen Blöcke? Nein! Oh, dann bin ich ganz geschafft! Hin und her gebeutelt. Zufallsjump. Oh, fuck! Ja, das geht nur in dem Chat von Zellos, also weil er den Raum aufgemacht hat. Ja, weil ich bin der Host und ich habe das bei mir angebunden dann. So, liebe Kinder, mach mal. Nee, Eis finde ich schöner. Eis finde ich super. Mit ohne Leerzeichen an der Stelle, Janik. Das hat er ganz souverän gemacht. Das ist auch nicht so schwierig. Ja. Ich habe jetzt nur keine Plattform mehr wie ihr. Solche. Deswegen bin ich ja sofort losgelaufen. Tür rüber. Ah, oh mein Gott, er hat's geschafft. Oh, scheiße. Ja, ich hab's geschafft. Ah, Merde. Wir machen schwieriger. Was ist das denn? Da schnell gucken, warum das schwarze Loch hier nicht kommt. Ich glaube, er muss Ausrufezeichen, schwarzes Leerzeichen Loch, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ach so. Ja, das kann natürlich sein. Warte, ich guck nochmal. Mach mal einfach mal einen zur Probe ganz kurz. Leg einfach mal den Hydranten ab und mach einen zur Probe hier. Ich glaube, du musst wirklich auf die Schreibweise achten. Das ist da wichtig. So, wenn ihr schon anfangt, ist mir das egal. Ich will das jetzt testen. Ich will jetzt sicher gehen. Nein! Jetzt müsstest du eigentlich springen, Rikus, aber. Mach zum Beispiel mal hier den Scaffold ran. Oh. Oder einfach nur Scaffold. Gut, da muss ich jetzt tatsächlich mal mich noch ein bisschen einarbeiten in das Zeug. Du bist rausgeschmissen in 3 Sekunden, Zellos. Du musst das ohne. Und Zellos ist weg. Du musst es tatsächlich ohne Dings eingeben an der Stelle. Ohne ein Ausrufezeichen. Ja, damit. Ah ja, okay. Jetzt ist Zellos wieder da. Ah, ja, ich war nur, weil ich halt jetzt während das was anderes gemacht hat er mich an der Stelle automatisch weggemacht. Ohne Ausrufezeichen, Yannick. Das habe ich auch erst gerade checken müssen an der Stelle, aber das ist inzwischen ohne Ausrufezeichen. Das war früher mit, das weiß ich noch. Chaos-Sprung! Okay. Sieht spannend aus, was sie da gebaut hat übrigens. Oh nein! Oh. Okay. Es ist ein bisschen stressig. Ja, minimals. Ah! Ah! Ah!
Bin dran, hab ich gedrückt. Geh weg. Alles gut, alles gut. Alles safe. Nichts ist gut. Ab. Autopsie. Das ist so wieder, wer hat dich da oben? Wie willst du über dem Ding landen da? Ah, siehst du jetzt, das ist ein Teleporter. Ich frage mich, wie ich an diesem verdammten... Leben noch! Stirb! Ich weiß nicht, wie ich an diesem scheiß Hydranten vorbeikommen soll, den ich da übrigens selbst hingestellt habe. Spitze. Kill me, please, kill me. Oh mein Gott. Arme Junge. Traurig. Ja. Ein Teleporter. Nutzen wir das direkt mal. Oh. Oh. Jetzt kannst du das nächste Item reinschmeißen, Yannick, nachdem wir es schon gesetzt haben. Mit freundlichen Grüßen von Yannick Center, sehr schön. Ich lass mal die Bienen. Ich lass mal die Bienen. Da wird mir zu viel an der Wand gehüpft, das ist, finde ich, nicht gut. Ja, doch, Bienen sind schön. Bienen sind wichtig für unser Ökosystem. Nein! Und bringen auch den Barry ganz leicht um an der Stelle. Die elende Hydrant! Was habe ich getan? Stirb durch die Pflanze. Boah, die Blume hat ihn fast erwischt. Wieso erwischt ihn? Sack. Das ist so geil, ey. Das ist die Hölle. Das ist so geil, dass diese Pflanze dich einfach nicht trifft. Nein. Ehrlich. Wir haben ein schwarzes Loch bekommen vom Yannick. Oh Gott. Ey, mal gucken, wo wir das hinpflanzen können hier. Verdammt. Ich habe mir das schon geschnappt. Naja, das ist dann zu einfach. Ich lasse das mal hier so zum Ende. Weil dazwischen sollte man eigentlich eh nicht durchkommen. Geil. Witze, gell? Okay. Ja, mach die Bienen weg, dankeschön. Ja, mach die Bienen mal weg. Ihr blöden Rassisten gegenüber Bienen. Was denn? Bienen sind unsere Freunde, aber wir sterbt jetzt endlich schnell. Ihr Schweine. Ja, aber wir respektieren ihre Aber der schafft das auch noch. Ja, klar. Ekliger. Ekel. Was zum Teufel macht mein Controller? Scheißposition, kann ich ja schon mal sagen. Was zum Teufel macht mein Controller hier? Das ist diese Stachelkugel, die kannst du nicht essen, ne? Du kannst dran riechen, ja? Ich würde übrigens nicht über die Stachelkugel, ja. Okay, ich versuch's. Aber die Stachelkugel, die sah so lecker aus. Ja, die sieht so bunt aus wie Candy. Das ist ein bisschen leicht jetzt gewesen, ne? Barry? Ja, fand ich viel zu einfach. Wrecking Ball. So. Richtiger Big Move. Ja, genau. Super, Rekus. Super, Barry. Sehr geil. So. Wo ist der Teleporter? Wer das überlebt, darf übrigens schon. Das, okay. Bin ich gerade durchgefallen? Ja, der weil. Funktioniert nicht mehr dauerhaft. Weil der funktioniert zwischendurch mal nicht, weil. Ach weil so, das haben die aber geändert. Das haben die geändert. Nee, das liegt, glaube ich, daran, dass die Birne, ja. Also, ich bin mal so frei, also. Jetzt hat er eine Münze hier reingemacht, der Janik. Ist ja frech. Okay. Wir müssen das aber irgendwie ein bisschen schwerer machen gerade. Also es ist noch zu leicht. Was ist denn das, Barry? Barry, du bist so ein richtiger Spielverderber, weißt ja, du Ja, bin das? Ich auch. Das ist mein vierter Vorname. So ein gemeiner Kerl. So ein böser Mensch. Ich habe den Hass durch Mario Maker kennengelernt und... Der haut hier die Coins raus, der Janik, geile Spitze. Okay. Du möchtest wissen. Oh, Biene, war ja. Guck. Oh, der hat's aber lange überlebt, du. Junge. Kommen die Bienen jetzt nochmal? Ja, ne? Ich hoffe ja schon. Also ich trau mich jetzt mal. Okay, ich hab die Münze bekommen. Die Münze hast du. Ja, die Münze habe ich bekommen. Ah, dieses schwarze Loch, ne? Der Honig war das Problem. Ich bin dann im Honig kleben geblieben. Ja, aber das schwarze Loch noch dazu, ne? Das bringt ja deine Sprungbahn komplett auseinander. Ja, aber ich bin halt auch zu früh los, eben weil ich an dem Honig kleben geblieben bin. Okay, mach mal die Coins hier. Wir wollen gucken, dass derjenige, der das hier packt, dass er die Coins kriegt. Ist okay, weil Yannick spendiert gerade Coins. Der ist gerade ein spendabler Spender. Ah. Oh. Wer traut sich's?
Weil nein, oder? Oh, oh nein! Dann sind wir genau gleichzeitig losgesprungen. Nein! Dann kriege ich die zwei Münzen sogar und dann kommt die Abrissbirne halt aus. Oh Mann. Bei mir ist nowhere. Da oben liegen eigentlich? Die kommen wieder zurück da, glaube ich. Oder nee, die liegen da oben jetzt. Nee, die kommen zurück. Okay. Hockeyständer. So, machen wir das noch ein bisschen gemeiner. Noch so ein bisschen. Ach, das schwarze Loch hat er wirklich weggemacht jetzt, ne? Hm. Okay. Dann gucke ich halt, dass ich da stattdessen was hinbaue. Oh mein Gott. Da gibt's nur eins. Die Münzen sind meine. Könnt ihr irgendwas speichern? Die Münzen sind deins auf jeden Fall, ja. Shit. So langsam finde ich das gar nicht mal so leicht hier. Oh. Ich habe mich ein bisschen verschätzt, wo diese Plattform ist. Ah! Dann, die Ampel habe ich kaputt gemacht. Oh, die Kanone. Da hat Kanone reingepostet. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich brauch sie zum Überleben. Kanone! Der Barry hat nichts bekommen. Oh. Barry hat nur so ein. Oh, das ist geil. Das war Hype. Das wäre Hype. Muss man aber erstmal. Nein! Oh, ach, nein, fuck, ich bin so ein Monster, ey. Du bist so ein Arschloch. Warum hast du ja, das weggemacht? Das ist so eine schöne Abrissbirne da gewesen. Habe ich diese Falltür da unten genutzt, die irgendwie. Wer hat die hingebaut, Barry? Ich habe die da hingebaut, ja. Dankeschön. Bitte. Ich wusste, dass du das nur für mich gemacht hast. Ja, habe ich auch. Oh. Die Ampel noch nicht fertig. Ihr Schweine. Zack, zack, zack. Oh Gott, das hat überlebt. Und wir haben natürlich letzte Runde gehabt. Grade. Jawohl, wirklich? Das habe ich gar du nicht gemerkt. Du Wichser, Alter. Ja, aber wirklich. Du blöder Wichser. Ja. Was ist schön mit euch? Erst 20 Mal an den Dingern vorbeispringen und dann letztendlich. Ja, was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, es ist 21 Uhr. Kurz am Ende, ja. Ja. Ach, Mano. Aber Wasserfall hat noch ein Item. Ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir können das Item gerade holen und dann mal. Die Runde abbrechen. Ich will den Subschuh nochmal einladen, ne Quatsch. Nein, wir können doch gerade das Wasserfall starten, das Item holen, das Level dann abbrechen ja, und dann. Und dann hole ich mir noch die Münze, die Janik gerade gepostet hat. Okay. Und dann ist der Stream vorbei. Dann ist Ende. Warte, ich wollte gerade Maus drücken, dass ich mit zwei Charakteren mitspiele, aber das war so komisch. Vor allen Dingen, was war deine Argumentation an der Stelle? Ich spiele jetzt nochmal mit, weil der Janik die Münze gepostet hat. Genau. Ne, also wir spielen diese Runde jetzt nicht vernünftig. Wir holen uns nur das Item und dann ist Schluss. Doch, das machen wir jetzt vernünftig. Guck also mal, ich da die Münze. Okay. Nee, wir brauchen das nicht mehr vernünftig machen, aber. Münze! Warte, wie kommen wir denn an dieses Item? Hast du es, Zellos? Oh, fuck. Mein Weltcontroller in dem Moment ausgegangen. Was zum Fick? Ey, aber ich hab ein Hero freigeschalten. Na gut, dann würde ich sagen, ich mach den Stream und die Aufnahme gleich mal direkt aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ultimate. Oh, und danke für den Follow. Und danke für lieber die ganzen tollen Items, genau, Items hier. Ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Stream dann wieder. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.